Im Rahmen des Vereinsdialogs des DFB ist heute im Röntgenstadion zu Gast DFB-Vizepräsident Peter Friemuth und auch an meiner Seite Vorsitzender des FC Remscheid Lars Althoff. Herr Friemuth, was ist das Konzept des Vereinsdialogs vom DFB? Also der Vereinsdialog ist im Rahmen des Masterplans Amateurfußball ein Bestandteil der Kommunikation. Mit diesen Vereinsdialogen wollen wir im Grunde gemeinsam mit unseren Vereinen Themen erörtern, Probleme erörtern. Und er dient natürlich auch dazu, wirklich einen Einblick zu bekommen, wo kann man im Rahmen auch der Verbandsorganisation in den Verbandsabläufen vielleicht Dinge justieren, etwas besser zu machen, um den Vereinen die Arbeit etwas zu erleichtern. Oder aber vielleicht den Vereinen auch an der einen oder anderen Stelle deutlich zu machen, welche Angebote, die der Verband den Vereinen zur Unterstützung präsentiert, gerade im Bereich Qualifizierung, vielleicht der ein oder andere Verein noch nicht so wahrnimmt, wie man es könnte, weil er noch nicht richtig was davon erfahren hat. Lars, was ist heute dein Anliegen? Worüber möchtest du mit Herrn Friemuth sprechen? Also zunächst mal finde ich es wirklich außergewöhnlich lobenswert und bedankenswert, dass sich der Herr Friemuth und auch noch andere Kolleginnen und Kollegen von ihm heute die Zeit genommen haben, hier für uns, für den FC Remscheid auch Rede und Antwort zu stehen. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich und da möchte ich mir an der Stelle auch ausdrücklich mal für bedanken. Inhaltlich erwarte ich mir, ich meine, beim FC Remscheid haben wir genug Themen. Ne? Wir haben den Stadionneubau, wir haben natürlich, was Herr Friemuth auch gerade angesprochen hat, die Möglichkeiten von Qualifizierungen im Fußballverband und so weiter. Also ich glaube, da haben wir heute Abend einige Themen. Wir haben auch gerade schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen und da war schon das ein oder andere sehr erkenntnisreiche Thema dabei. Und man merkt auch, dass hier ein Fußballherz schlägt, auch für die Vereine, für das Ehrenamt. Und das werden wir gleich noch weiter vertiefen. Herr Friemuth, Sie hatten jetzt die Möglichkeit schon, sich ein wenig das Röntgenstadion anzuschauen. Die Anlage hier, wie ist Ihr Eindruck hier? Ja, zunächst mal war für mich ein Gefühl aus früheren Zeiten, das Stadion natürlich kennt, auch hier schon auf der Zuschauertribüne gestanden zu haben, nicht gesessen zu haben. Ich durfte endlich mal so einlaufen, wie die Spieler einlaufen. Die Qualität hatte ich früher nie, dass ich zu den hohen Zeiten des Vereins und vor allen Dingen auch BV 08 Lüttringhausen im Grunde das machen durfte. Nein, aber jetzt ein bisschen Spaß beiseite. Ich glaube, die Situation, vor der der FC Remscheid steht, ist im Moment eine sehr, sehr unangenehme aus objektiver Sicht. Die Vereinsvertreter machen das alles sehr smooth und sehr diplomatisch. Aber ich sehe real, wenn ein Verein mit einem Zeitpunkt hantieren muss, den er nicht kennt, wann er seine, ich sag mal, historische Spielstätte, die für jeden Spieler hier eine besondere Motivation ist, die aufgeben zu müssen. Wie ist es dann mit dem Umzug? Habe ich genug Zeit, zuerst umzuziehen, bevor ich dann den Spielort aufgeben muss? Wie geht die ganze Struktur mit meiner Jugendabteilung insgesamt voran? Gibt es genug Möglichkeiten, dass ich mich auch weiterentwickle als Verein? Denn hier sind engagierte Leute am Werk, bis ins letzte Glied, von der Vereinsführung bis zu den ganzen Trainern und Betreuern. Wenn da plötzlich noch 3, 4 Mannschaften jetzt dazu zugewonnen werden, weil die Kinder beim FC Remscheid, aber genauso bei allen anderen Remscheider Vereinen im Prinzip Fußball spielen möchten, sind die Platzkapazitäten ausreichend? Ich habe nach meinen Eindrücken da so ein bisschen Sorge. Und das schlimmste Szenario wäre, wenn Jungen und Mädchen im Grunde Fußball spielen wollen in Remscheid und in keinem Verein und auch nicht beim FC Remscheid die Möglichkeit bekommen, weil zwar Leute da sind, die sich um sie kümmern würden, aber kleine Fläche zum Training. Und da gilt mein Appell wirklich, auch bei einer schwierigen Haushaltslage, die man eindeutig auch einräumen muss und es ist für die Verantwortlichen einer Kommune nie einfach, aber im Hinblick auf Kinder- und Jugendförderung vielleicht auch zu überlegen, ob es nicht, wenn man nur Infrastruktur zur Verfügung stellt und Vereine stellen im Prinzip Personal und Sachkosten aus eigenen Leistungen her, ob da nicht vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit besteht, hier vielleicht zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Ich kann immer nur den Tipp geben, es muss nicht immer ein Spielfeld 105x65 sein, weil die Senioren sind in einem Verein in der Regel mit einem Großspielfeld ausgestattet. Aber es gibt die Variante der D9 Spielfelder, wo im Prinzip ab der D-Jugend, der E-Jugend, der F-Jugend, Bambini, alle Mannschaften spielen können und sowieso dann auch trainieren können. Vielleicht gibt es solche Ansätze, die man, wenn ich jetzt wieder beim FC Remscheid bin, gemeinsam mit dem FC Remscheid vielleicht mal austauschen kann. Ja, vielen Dank, meine Herren, für das Gespräch und wir wünschen für heute Abend natürlich noch weitere gute Ansätze für den FC Remscheid und die Zukunft des Vereins.